Willkommen. Willkommen zu Crash Bandicoot Insane Trilogy zu Stormy Ascent. Oh yeah. Crash Bandicoot hat ein Bonus-Level bekommen. Und zwar ein DLC-Level, welches Naughty Dog nicht in Crash Bandicoot reingemacht hat. Wahrscheinlich, weil es zu schwer war. Und wir haben das aber für die Insane Trilogy bekommen. Und ihr seht hier am Anfang der ersten Insel ist jetzt hier so ein neuer Punkt. Dann können wir zu Stormy Ascent porten. Und das Schöne ist, der ist hier auf der letzten Insel. Das heißt, wir können zwischen Insel 3 und 1 immer hin und her porten. Für die, die vielleicht noch nicht alles in Gold und oder Platin, so wie hier, und Edelstein geschafft haben, so wie ich. Ich zeige euch jetzt Stormy Ascent, aber tatsächlich nicht im normalen Wege, sondern ich versuche die Zeit-Challenge in Stormy Ascent. Das heißt, es wird sehr viel Rage geben. Und ein guter Hinweis, viel Glück, du wirst es brauchen. Tatsächlich, ich als Crash Bandicoot Profi, sage ich jetzt einfach mal so, wie es ist, fand das Level gar nicht so schwer. Irgendwie, also die Bonusrunde war wirklich knackig, die war wirklich cool. Aber das Level an sich war jetzt nicht so der Burner. Also doch, es war cool, aber es war halt nicht wirklich herausfordernd für mich jetzt. Also, wie oft bin ich gestorben im Level? Ich glaube 10 Mal. Klingt zwar jetzt viel, aber da gab es halt eine Stelle, die ein bisschen assi war. Ansonsten war das Level echt leicht. Ja. Es gab auch Checkpoints. Wenn es die nicht gegeben hätte, dann wäre das Level wirklich verdammt schwer geworden. Nur in der Zeit-Challenge ist jedes Level ein bisschen anders. Und ich glaube, wir werden verkacken. So, ich muss... Ja, das hat ja schon mal gut angefangen. Neustart. Ich muss die Zeit 4 Minuten 30 schaffen, um den auf Gold zu kriegen, den das Relikt. Und ich gucke einfach mal, ob ich es schaffe. So, es gibt auch sehr wenig Kisten. Hier warte ich mal lieber. Hat sich auch gelohnt. Komm, mach. Jawohl, jawohl, jawohl. Akku nehme ich mal mit. Man weiß ja nie. So, 4 Minuten 30. Wie gesagt, das Level ist lang. Ich habe auch nicht mal wirklich Zeit, mir jetzt hier alles zu merken. Oh, das war zum Beispiel scheiße. Das war richtig... Nee, das kann ich von vorne anfangen. Das kann ich sowas von vorne anfangen. Ich hatte es schon mal, dass ich am Ende eines Levels... Ich habe mich so durchgehetzt. Habe auch Platin bekommen, aber hatte noch... Nee, Quatsch, Gold habe ich bekommen nur. Aber hatte noch locker 20 Sekunden Zeit für Saphir. Das heißt, ich habe mich 20 Sekunden lang umsonst gehetzt. Und ich hoffe, dass das hier nicht der Fall ist, sondern dass hier das Hetzen von Sinnen ist. Nein, nein, nein. Die brauche ich. Dankeschön. Ich glaube, hier gibt es auch keine Zeitkisten irgendwie, habe ich das Gefühl. Vielleicht kommt mal eine. Das war knapp, das war verdammt knapp. Komm, komm, komm. Jawohl. Ja, das war doch schon besser. Okay, der wirft dahin. Und einfach das hier. Ich dachte gerade, meine Akku wäre weg, ey. Puh. Bei einer Zeit-Challenge ist es tatsächlich so, wenn man stirbt. Ah, guck mal hier. Dann ist man auch weg vom Fenster. Dann muss man das Level nochmal machen. Komplett. Deswegen muss ich das jetzt hier auch im First Try schaffen. Sag ich jetzt mal. Was natürlich den Frustfaktor noch ein bisschen ankurbelt. So wie jetzt hier. Aber ich lebe noch. Ich versuch's weiter. Ich versuch's jetzt mal weiter. What the fuck, wie der Vogel wieder gespawnt ist. Sah ja schon lustig aus. Ich versuch's einfach... Boah, ey, ist das so kotzen schon wieder, ey. Ich denke auch nicht nach, bevor ich irgendwas mache. Nö, ich mach einfach mal. Ich spring einfach mal. Das war so ein richtiger No-Brainer mal wieder. So. Gibt natürlich auch Leute... Scheiß Hund, ey. Wirklich. Es gibt natürlich auch Leute unter euch, die haben meine drei Crash Bandicoot LPs verfolgt. Tatsächlich. Das gibt es. Hätte ich auch nicht erwartet, ehrlich gesagt. Oh, das ist knapp. Und für die dürfte das Level hier wahrscheinlich sehr, sehr lustig sein, weil... Aber was heißt lustig? Also auch informativ. Denn nicht alle haben auf dem... Ich könnte gleich alles kaputt machen. Denn nicht alle haben auf dem Schirm, dass es ein Bonus-Level gibt zu Crash Bandicoot 1. Es ist auch kostenlos runterladbar und es dauert nur gute 10 Sekunden. Ja, danke, du scheiß Doktor. Misch denn Fix da... Wann war das denn? Fix vor allem. Ne, ich lasse die Kiste alleine, weil das ist, glaube ich, noch mehr Zeitverschwendung. Ganz ehrlich. Das ist wirklich mehr Zeitverschwendung.
Weil bis man da auf der Kiste war und dann wieder weg ist, ist das... Nee. So, jetzt warte ich und springe. Die Dinger sind assi, die kennen wir noch aus anderen Leveln. So. Ich habe ein gutes Gefühl jetzt gerade. Da unten ist Dings, aber ich weiß, dass es lange dauert. Also lange braucht. Hier warte ich mal noch einmal. Wir haben Zeit, würde ich sagen. Wir haben... Das war so schlecht. Die Stelle hat mich auch ein bisschen angekotzt, als ich das Level gestern Abend noch gemacht habe. Kurz bevor ich schlafen gegangen bin, wegen Arbeit und so. Ich habe jetzt nämlich Urlaub. Drei Wochen lang. Keine Arbeit und keine Schule. Alles schön ausschlafen. Ich weiß, ihr habt 6 Wochen wegen Sommerferien und Paste nicht gesehen, aber das ist mir so egal. Ihr kleine Lutscher. Nein, natürlich nicht. Ihr seid keine Lutscher. Aber, ja. Assis. Nein, könnt ihr auch nichts dafür wegen den 6 Wochen. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, die 3 Wochen fühlen sich besser an als 6 Wochen Sommerferien. Because, wenn Arbeit ist ja ein bisschen anstrengender als die Schule. Sollte ja bekannt sein. Und dadurch, dass... Fick doch den Adler. Und dadurch, dass Arbeit komplizierter, nee, nicht komplizierter, sondern anstrengender ist, sind 3 Wochen, fast auch schon 1 Woche, da habe ich wieder mit dem Tod gespielt, ey. Aber ich habe es überlebt. Da ist selbst 1 Woche teilweise mehr als 3 Wochen Sommer, als 3 Wochen Ferien. Und 3 Wochen Urlaub ist mehr für mich als, ja, 6 Wochen Ferien, tatsächlich. Weil es anstrengender ist, die Arbeit. Bei der Schule denkt man so, boah, nach Hause gehen, juhu, das war's, schick. Alles cool. Oder auch nicht cool, weil ein scheiß Tag war, weil irgendein Projekt oder irgendein Referat oder hast du nicht gesehen. Aber bei Arbeit denkt man sich so, boah, endlich zu Hause, vielleicht nur ein bisschen schlafen. Oder einfach mal zocken und nicht an Arbeit denken. Und jetzt in 3 Wochen Urlaub ist halt schon geil. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen irgendwie. Das war gut. Das war gut. Jetzt darf ich es nicht verkaufen. Achso, das ist ja noch gar nicht hier. Den nehme ich nicht. Den nehme ich. Das war schon ein bisschen knapp. Aber null Probleme für mich. Okay, muss ich warten. Das war wieder so dumm. Ich wollte gucken, ob ich es schaffe, aber ich schaffe es einfach nicht. Ich werde übrigens das Level hier auch nicht auseinanderschnippeln. Ihr habt ja gerade auch gemerkt, ich habe auch über Urlaub und so gelabert. Und das war... Warum? Ich werde dieses Level hier nicht schaffen, glaube ich. Ich will euch einfach mal das Level eigentlich zeigen. Aber ich glaube, dazu kommen wir nicht mal, weil ich nicht weiterkomme hier. Ich glaube echt, dazu wird es gar nicht kommen, dass wir weit kommen. Allein so eine dumme Fehler, ja? Das ist schon wieder so dumm. Ja, dumme Fehler sind dumm. Ich weiß, das macht Sinn. Aber diese eine Stelle, da muss man ein bisschen Geduld haben. Und die habe ich halt nicht. Aber das Level ist bis dahin 1 Minute lang. Und wenn man das jetzt mit 4 Minuten 30 rechnet, ich muss ja nicht Platin bekommen. Hoffentlich jedenfalls für die Trophäe, weil sonst wäre ich ein bisschen sauer. Weil bei den anderen Spielen und bei den anderen Trophäen brauchte man auch mindestens nur Gold und nicht Platin. Deswegen hoffe ich einfach mal auf Gold. Relikt, deswegen sage ich auch mal 4 Minuten 30. Das wird locker machbar sein. Aber ich hetze schon wieder. Ich hetze. Ja, wie gesagt, bei manchen Leveln weiß man nicht, ob es vonnöten ist. Bei manchen ist es wirklich vonnöten gewesen, dass man hetzt. Ich weiß noch, das eine Level, das war, glaube ich, das letzte Level mit der Zeit-Challenge. Ich glaube, das war The Lab. The Lab. Glaube ich jetzt jedenfalls, dass es hieß. Boah, war das gut. Das war wirklich gut. Da war ich sogar, als ich mich beeilt habe selbst, war ich noch 11 Sekunden unter Gold. Und dann habe ich es... Ich lebe noch, ich lebe noch. Alles cool, ich lebe noch. Okay, jetzt werde ich einfach mal stehen. So, jetzt läuft das ein Ding. Jetzt kann ich springen. Hier bin ich, yay. Und tschüss. So, ich habe noch alle Zeit der Welt. Naja, nicht ganz alle Zeit der Welt. Eins warte ich mal noch. Ich
Ich warte noch ein einziges. Ich rotz gleich in den Bildschirm rein. Ich spuck da gleich rein, ey. Oh Mann, das regt mich einfach so scheiße auf. Wisst ihr, was mich noch aufregt? Dass ich noch nicht die Lootboxen in Rainbow Six habe. Das regt mich ein bisschen auf. Ja, ich bin auch fleißig am Spielen. Ich habe die Diamanttarnung auch schon fast fertig. Das heißt, wenn die nächste... Das war knapp. Das heißt, wenn die nächste Season beginnt, die fängt ja dann mit den neuen Operatoren an. Mit den zwei Hongkong-Operatoren und den einen polnischen. Oder die eine polnische. Ich weiß es nicht, was kommt. Da fängt dann auch Season 2 an. Bin ja auch schon fleißig am Best-of machen für, also das zweite Best-of. Ich hoffe, euch hat das erste auch gefallen, für die, die es gesehen haben. Aber die Likes sprechen für sich. Ist halt für meinen Kanal gut, sage ich jetzt mal, für meine Verhältnisse. Ja, was soll ich denn noch sagen? Was soll ich denn sagen? Ah ja, genau. Und natürlich wird dann auch, werden dann auch Lootboxen geöffnet, ähnlich wie bei, ich lebe noch. Das war wieder dumm, aber ich lebe noch. Und das war richtig kacke. Scheiße. Ja, wie damals bei Black Ops 3, da habe ich ja auch mein Format Supplies Motherfucker genannt. Also ist natürlich eine Abwandlung von Surprise Motherfucker, wer es nicht kennt, aber jeder kennt's. Diesmal werde ich es dann aber einfach, glaube ich, irgendwas mit Loot nennen. Jo. Deswegen bin ich schon heiß auf diese ganzen Päckchen. Außerdem sind die fair zu erspielen und interessant zu erspielen. Und des Weiteren ist das verdammt nochmal Rainbow Six und... Ich komme gerade mit diesem Spiel nicht auf den grünen Zweig irgendwie. Ich weiß nicht, ich bin gerade irgendwie... Nee, es geht nicht. Kann man die auf Pause machen? Ja, das geht sogar, okay. Boah, das wusste ich. Ich wusste, dass man bei der unteren Stufe ruhig springen kann. Und das war doch mal ein Hops, ey. Der war... Komm hoch! Nee, schade. Leider, leider nicht. Und die Diamanttarnung gibt es übrigens nicht in dem, in den Lootboxen. Das ist auch ganz gut so, weil sonst hätte ich mir die 90.000 umsonst gespart. Naja, gut, für Loot Packages halt. Gut, da hätte... Ja, gut. Ist in Ordnung, aber... Naja. Naja. Ist trotzdem ganz gut, dass ich mir die... Was war das denn? Was war das denn? Kiste, meine. Okay, ich versuche es einfach weiter. Ihr wollt ja auch das Level sehen. Für die, die es nicht kennen... Was wahrscheinlich noch viele sind, weil, ja, es kam halt gestern Abend erst raus. Das war wieder so ein typischer... Da musste ich kurz an meinen Energy Drink nippen, weil sonst raste ich ihn gleich komplett aus, ey. Ich wusste, dass es nicht leicht wird. Ich hab damit gerechnet. Aber wir kommen... Ich wollte gerade sagen, wir kommen eigentlich relativ gut klar, bis auf manche Szenen am Ende so. Also mit Ende meine ich so, wo wir halt noch nicht weitergekommen sind. Sonst kommen wir hier immer ganz locker flockig durch. Zack, zack, zack. Und nochmal springen. Und nochmal, nochmal, nochmal. Zack, weg. So. Aber dann die neuen Sachen. Ach komm, da hättest du rübergekonnt, ey. Der Crash aus dem zweiten Teil hätte es einfach mit einem Rutschjump gemacht. Ja, der hätte es geschafft. Ah, oh, es juckt. Oh, warte mal ganz kurz, es juckt. Oh, okay. Wisst ihr, was lustig ist? Da steht jetzt 27 von 26 Edelsteine. Das haben die auch nicht mal irgendwie gefixt, dass da jetzt 27 stehen. Finde ich... Sehe ich. Alles cool. Alles cool. Finde ich witzig, dass es halt 27 von 26 steht. Weil ist halt unlogisch und so.
Boah. Ich weiß, dass die Treppen lange bleiben, das weiß ich ja alles. Aber man hat trotzdem noch so ein mulmiges Gefühl. So, jetzt wirft er, jetzt nicht. Das ist gut, das war gut. Jawohl. Ein blöder Hund, ne? Ein blöder, blöder Hund. So, was ist denn jetzt hier der Fall? Okay, kein großer Fall. Ohne Witz, Akku bringt hier einfach mal gar nichts. Außer jetzt bei den Reagenzglas-Scheiße wie hier. Ah, seht ihr, Akku hat doch was gebracht. Ah, guck mal einer an. Oh, jetzt kommt die Asi-Stelle, die ist so kacke, ne? Das ist der Wahnsinn. Hier bringt auch noch Akku was. Zum Beispiel hier. Das ist Asi, wenn es runter geht, muss man rauf. LOL! Das geht? Okay, das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet, dass das jetzt geht. Okay, ich muss warten, ich muss springen. Ich muss springen. Das ist so scheiße knapp, war. Es ist so knapp, also wir haben die Hälfte, glaube ich, geschafft. Ja, die Hälfte. Es wird eng. Warte ich mal lieber. Ach nee, muss man ja nach oben. Stimmt ja. Ach, Idiot. Okay, gut. Es ist alles in Ordnung. Alles cool. Da sind Dingskisten. Die nehmen wir mal. Weil das waren 5 Sekunden. Und 5 Sekunden sparen oder nicht sparen. Das ist schon ein Unterschied. Da hänge ich gerade irgendwie fest. Was war das denn gerade? Okay, jetzt muss ich schnell sein. Nein! Ihr habt das Level auf jeden Fall fast zu Ende gesehen, tatsächlich. Es hat nicht mehr viel gefehlt. Ich werde das jetzt bis zur halben Stunde durchziehen mit euch. Das ist halt ein etwas anderes Dice Your Luck. Es hat eigentlich eine Levelvorstellung quasi, aber es ist halt... Ich könnte schon wieder mich reinschlagen, wenn ich so einen Fehler mache, ne? Das ist so ein Fehler, der passiert aus einfach nicht warten können. So wie das. Das war dumm. Und das auch. Oh, ganz ehrlich, nee, das mache ich nochmal. Das ist mir zu blöde. Und ja, ihr fragt euch auch bestimmt, für die Crash nicht kennen, warum ich nicht die Akku am Anfang da nehme, die Maske. Ganz einfach, ich zeig's euch mal. Nehmen wir jetzt. Und dann ist sie weg. Deswegen macht man das nicht. Sonst wäre easy. Sonst hätte ich einfach mal ein extra Leben wegen den Reagenzglas-Typen oder wegen diesen Stacheln. Aber die Stacheln sind ja eher weniger das Problem. So, Hubdegger. Zack, zack, zack. Und rüber, genau. Schaffe ich noch? Jawohl, schaffe ich noch. Oh, okay. Das ist der Wahnsinn. Für die, die mich jetzt nicht verstanden haben, ich habe gesagt, Kartoffelsalat schmeckt lecker. Aber der Film ist scheiße. Ach komm, ey. Die kleinste Lücke kannst du durchschwärmen, nicht auf diese große Plattform. Du bist doch ein... Richtiger... Ja. Dachssohn. Hundesohn. Keine Ahnung. So, hier, zack. Hui. So, rüber, schnell, schnell. Und Sprung. Das war dumm. Das war gut. Das war gut. Okay, nehme ich so hin. Ist alles cool. Alles cool. Das ist knapp. Nein. Da denke ich lieber zweimal nach. Eigentlich habe ich nur einmal nachgedacht. Oh nein. Die Scheiße. Einmal noch. Komm, jetzt ist safer Sprung. Boah, okay. Ich glaube, ich hätte es auch früher machen können, ja, aber ich war echt ein bisschen in Panik. Oh Gott. Das war jetzt wieder so ein No-Brainer. Das muss ich zugeben, das war nicht nachgedacht, aber es hat geklappt. Ich hab's geschafft. Ich habe keinen Schaden bekommen von dem. Oh mein Gott.
Hysterie! Und hier einfach durchrutschen ist geil. Ach komm, du bist doch scheiße, Spiel. Du bist echt kacke. Manchmal. Meistens. Immer. Die Sprünge sind immer ganz easy, aber die sind ein bisschen asozial. Oh. Das war so knapp, ne? Da habe ich echt schon wieder mit meinem Leben gespielt. So, jetzt warte ich nochmal. Nehme den und mach ihn weg. Und spring da schnell rauf. Jawohl. Ah, sieht doch noch ganz... Wenn es jetzt ein guter Try wird, dann wird es der Last Try, glaube ich. Weil sonst breche ich aus. Also als Vulkan gedacht, jetzt nicht als Gefängnis-Fuzzi. Ja, dann breche ich aus dem Gefängnis aus, ich schwöre. Ja. Klischee, dass immer solche Leute, die das sagen, immer im Gefängnis sitzen. Ne? Nein, es ist die Wahrheit. Das ist doch ganz gut so. Hab ich. Warum? Come on, ey, das war. Der hätte doch da ein bisschen durchglitschen können. Ja, und nochmal verpassen am besten. Nee, doch nicht. Okay. Hätte ja klappen können. Schade, ich wollte noch meine Plattform verpassen. Ach Mensch. Irgendwie erinnert mich das gerade ja an die alten, also an meine alten, in Anführungsstrichen, Crash-LPs, wo ich mich auch so tiefst aufgeregt habe. Vor allem Sunset Vista. Und Crash Bandicoot 2. Mit dem Bean-Level, auch schön. Das sind Zeiten gewesen. Huh. Ach ja, ich kann auch noch sagen, ich habe die, die Planung für meine zweite Roadmap mit den Singleplayer-Spielen, also Roadmap Season 2, die habe ich... Ich muss noch was trinken. Die habe ich fast fertiggestellt. Also ein paar Spiele sind schon drin. Auf jeden Fall noch Insane Trilogy. Aber die wird diesmal nicht unterteilt zwischen Crash 1, 2 und 3, sondern komplett. Dafür gibt es aber auch keine richtige Challenge. Ja, ist ein bisschen öde wahrscheinlich, aber ihr habt ja die Challenge schon mal gehabt. Und von daher... Ja. Trotzdem werde ich es auf alle drauf 100% machen. Dennoch. Ja. Nur ohne Hardcore-Challenge... Noch lebe ich. Ich existiere auf dieser Map. In diesem Level, meine ich. Alles cool. Aber ich will nicht verraten, was noch so rankommt. In der zweiten Roadmap. Denn da wird es auch noch ein Video geben, wo ihr noch entscheiden sollt. Welches von den Spielen, ich habe nämlich viele noch zur Auswahl, welches auf jeden Fall mit rein soll an eurer Stelle. Und ich könnte in den Controller beißen, aber ich mach's nicht. Aber wenn er dadurch kaputt gehen würde... kriege ich einen Wutanfall und einen Lachflash gleichzeitig. Das nennt man entweder Wutflash oder Lachanfall. Ich glaube, ich würde eher Wutflash sagen. Jedem das Seine. Ich glaube, ich laber wieder gequillten Quark. Aber das ist mir auch egal. Dafür ist der Crash Bandicoot zu bekannt, dass man danach nur noch Scheiße labert, weil man einfach nur aggressiv wird. Komm hoch! Junge, das geht einfach nicht, das geht einfach nicht, das ist der Wahnsinn. Ich darf es auch nicht mehr probieren. Ich werde es danach eh nicht mehr probieren, weil das Video ist, glaube ich, bald zu Ende. Also nach dem Try, wenn der wirklich gut wird, so ungefähr wie, wie der längste fast schon, also dann war es das mit dem Versuchen. Der soll auf jeden Fall nicht so werden wie der jetzt hier. Ja, noch existieren wir. Noch sind wir nicht draufgegangen. Guck mal, wir sind in einer Minute hier hingekommen. Das ist krass. Lohnt sich noch ein Try? Ich glaube nicht. Leute, das war's mit dem Video. Sorry, aber ich glaube, noch einer lohnt sich nicht. Ich habe euch jetzt so ein bisschen das Level gezeigt. Ganz ehrlich, wenn man nicht unter Zeitdruck steht, dann ist das Level eigentlich gar nicht schwer. Die Bonusrunde würde ich euch gerne zeigen, weil die hat es echt in sich. Die ist ein bisschen... Das ist so eine Art Rätsel.
Und das ist schon ganz cool gemacht. Aber so an sich, das ganze Level, also mit viel Glück, ist wirklich nur für die Leute, die mit Crash Bandicoot jetzt erst angefangen haben in diesem Spiel, das Spiel durchhaben, froh sind, dass sie den ersten Teil geschafft haben, weil der ja angeblich so schwer ist. Und ja, dann dieses Level auf einmal bekommen. Für die ist es wirklich schwer, aber für Leute wie mich, die das Spiel seit der Kindheit spielen und können, dann ist es halt einfach nicht schwer. Muss man einfach sagen. Ohne Checkpoints wäre es cool gewesen, aber mit Checkpoints war es ein bisschen. Huh. Na gut. Okay. Dann war es das mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, ihr hattet durch mich auch eine Art Empfehlung mit Stormy Ascent. Falls nicht, habt einfach Spaß an dem Video gehabt, hoffentlich. Gut, wir sehen uns, haut rein und ciao.